Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Tutorial im Bereich VBA Programmierung. Und was wir uns heute anschauen möchten, ist eine ganz nützliche Eigenschaft, wie ich finde. Das heißt, wir möchten einfach diese Datei hier, dieses Arbeitsblatt hier, die Tabelle, in einem PDF-Format speichern, also als PDF-Datei. Und möchten das Ganze eben nicht umständlich über Datei speichern und so weiter, sondern möchten das Ganze mit einem Klick machen. Ja? Das heißt, wie machen wir das? Relativ einfach. Wir gehen zuerst mal in den VBA-Editor, drücken Alt F11. So, muss natürlich erstmal ein Workbook auswählen, Alt F11. Und ich habe hier schon einen Namen erstellt, wie ihr sehen könnt, also ein Sub, PDF speichern. Und könnt das natürlich nennen, wie ihr wollt, wie immer. Und was wir jetzt tun möchten, ist, wir möchten also dieses Tabellenblatt in PDF speichern, wie ich gesagt habe. Und wie machen wir das? Zunächst mal müssen wir natürlich wissen, wir brauchen einen Pfad, wo wir speichern. Das heißt, den hole ich mir jetzt direkt gleich mal zu Beginn. Das heißt, ihr seht hier, ich möchte es auf meinem Desktop speichern, also gehe ich mal mit Rechtsklick auf diesen Ordner und holen wir mal hier über Sicherheit den genauen Pfad. So, den hier, den kopiere ich direkt mal, STRG C und gehe wieder in mein Excel rein. Und gehe entsprechend jetzt in meinen VBA-Editor. Und jetzt, alles was wir jetzt machen müssen, ist, wir schreiben this workbook dot save. Falsch, Entschuldigung, export, wollte ich sagen. Export ist fixed format. Hier wird schon angezeigt, also einfach Tabulator drücken. Und alles was ihr jetzt noch tun müsst, ist, wenn ihr ein Leerzeichen habt, wird euch schon angegeben, ihr müsst den Type definieren, also Type. Und steht auch hier schon da. Wir möchten XL Type PDF. Und dann müssen wir noch die Filename angeben und also den Namen. Und der Name ist genau der Pfad. Das heißt, wir schreiben hier Filename. Doppelpunkt ist gleich. Und ich schreibe jetzt hier den Pfad rein. Den habe ich ja vorhin kopiert. Und ich möchte es natürlich jetzt nicht hier speichern, sondern ich möchte es in einer Datei speichern. Und die nenne ich jetzt einfach mal mein Cashflow. Ja, bietet sich ja an. .pdf natürlich. Also die Erweiterung müsst ihr setzen und das Ganze in Anführungszeichen setzen. Und das war's auch schon. Das heißt, ja, wenn wir das Ganze jetzt einfach mal ausführen, also drücken mal F5 oder eben hier diesen Button und schauen uns jetzt mal den Desktop an, dann sehen wir, dass mein Cashflow, wie ihr sehen könnt, erstellt wurde. Das heißt, mit einem Doppelklick sehen wir, die Datei wurde erstellt. Und dass das jetzt ein bisschen verpixelt wirkt, das liegt daran, dass ich hier eine Datei reinkopiert habe, die eben so nicht so eine hohe Auflösung hat. Aber das Entscheidende ist dieser Code hier, relativ kurz und kann man vielleicht brauchen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.